du denn zwei dran machen? Was kriegst du denn? Ich wollte euch heute mein Bild vorstellen, und zwar an meinem Lieblingsplatz. Vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen die Entspannung tanken, die ich hier gerade genieße. Vielleicht kann das Bild die Entspannung euch nach Hause bringen. Ihr seht so ein bisschen die Weite. Am Rand ist es halt so beruhigend und ihr habt in der Mitte warme Farben, das Gold zum Beispiel. Und auch so ein bisschen Leben, diese weißen Striche. Ja, ich finde das total schön und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja, bei diesem Bild lassen wir es mal richtig rocken hier an meinem Lieblingsplatz am Wasser. Und ich finde gerade jetzt in der Sonne, diese Farben, die spiegeln sich genau wie das Wasser, also wie die Sonne auf dem Wasser. Es glitzert so schön, so beruhigend. Und durch das Rot haben wir so ein bisschen Emotion, ja, ein bisschen Vibration. Und das Blau ist die Entspannung, die Beruhigung. Ja, auch Leben da drin. Ich mag dieses Bild. Dieses Bild ist für mich Lebensfreude pur. Ich mag die bunten Farben da drin, vor allen Dingen das Pink. Pink ist für mich Mut. Pink ist für mich Freude. Und auch so ein bisschen Chaos drumherum, aber auch Wärme, viel Sonne, viel Ruhe, viel Entspannung. Ja, viel Turbulenzen, aber auch total schön. Also mir gibt es Kraft und Freude und ich mag das Bild. Klein, aber fein. Mein Lieblingsbild. Ja, Wellness Lounge. Muss man dazu noch was sagen? Meine Lieblingsfarben, da kann ich am besten entspannen. Ja, man braucht einen Lieblingsplatz und vielleicht findet das Bild bei euch ja einen Lieblingsplatz. Schön in Szene gesetzt, in einem schönen Rahmen, Silber vielleicht, schöner Holzrahmen, Metallrahmen, was auch immer. Das könnte bestimmt richtig klasse aussehen. So endet ein schöner Tag in der Abendsonne mit schönen Bildern, ja, am Wasser, an der Talsperre. Wenn ihr Lust habt, dann folgt mir einfach auf Stefanie Taubenheim bei Instagram oder Steffis Malwerkstatt bei Facebook. Ja, oder kommt mal in mein Atelier vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und macht's gut, bis zum nächsten Video.